Es ist schon viele Jahre her, da kam ein großer Entschluss, ich muss hier raus. Hallo meine Lieben, viele von euch denken, ich wäre reich geboren oder war immer schon Unternehmerin. Aber nein, das möchte ich hiermit klarstellen, denn da liegst du ganz, ganz falsch. Ich habe einen ganz, ganz klassischen Weg gehabt und war irgendwann, habe ich mich wiedergefunden, gefangen im Hamsterrad, tief unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Was habe ich denn gemacht? Ich war Beamtin auf Lebenszeit. Warum habe ich das gewählt? Natürlich, die absolute Sicherheit. Ich meine, wer kennt das nicht? Unter Beamten, da heißt es, da musst du ja Goldlöffel klauen, bis du da mal rausgeschmissen wirst. Und ich wusste, ich möchte eine Familie haben, also brauche ich einen familienfreundlichen Job, dass ich doch dann unabhängig bin von meinem Mann, dass ich diese absolute Sicherheit habe, eine gute Bezahlung dann noch nebenbei und eine Beförderung, wo du eigentlich nichts dafür machen musst. Ja, und dann wählte ich diese Richtung. Aber warum hat es mir nicht gepasst? Warum habe ich das alles hingeworfen? Weil es einfach nicht meins war. Die Tätigkeit war nicht meins. Und ich muss sagen, ich habe, als ich angefangen habe, habe ich ungefähr in einer Stunde alles gemacht, was ich zu tun hatte. Und die restliche Zeit musste ich dann die Zeit absitzen. Also habe ich mir natürlich immer mehr und mehr geholt. Ich habe dann ungefähr für 4, 5 Menschen die Tätigkeiten übernommen. Und trotzdem war es nicht meins. Und trotzdem habe ich mich irgendwie gefangen gefühlt. Und ja, auch dieses, dass du in deiner Kaste bist. Du hast zwar die Fähigkeiten, die Leistungskapazität, das Talent, auch mehr zu machen, aber nein, du bist hier. Da brauchst du erstmal ein neues Papier, dass du da irgendwas hast, dass du das dann machen darfst, obwohl du es jetzt schon könntest. Und dieses ganze steife, bürokratische, das hat mir einfach nicht gepasst. Und ich konnte niemals ich selbst sein. Kritische Themen, sowieso absolutes No-Go. Du konntest zwar über die Politik sprechen, aber nicht negativ. Ich meine, hallo, das ist der Arbeitgeber. Kannst du nicht lästern, oder? Und die Menschen um mich herum, die waren so gebildet und doch meiner Meinung nach so verbildet. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie mein Umfeld reagiert hat. Tu das bloß nicht. Wie kannst du alles hinwerfen? Das geht gar nicht. Du hast die Sicherheit, du hast Geld, hast ja kein schlechtes Verdienst, ja? Du hast deine Pensionszukunft. Wie kann man das alles aufgeben? Du hast doch so hart daran gearbeitet, dass du das jetzt einfach so aufgibst. Und die Frage, die ich jetzt an dich stellen möchte, warum machen wir Dinge, die wir hassen? Nur um unser Umfeld zufriedenzustellen? Nur weil wir das gewohnt sind? Ich meine, wir haben nur ein Leben und verbringen es mit Dingen, wo wir uns jeden Tag sträuben, überhaupt aufzustehen, weil wir wissen, was wir tun am Tag. Klar, wir haben die Sicherheit, wir haben die Regelmäßigkeit, wir haben die Routine. Das haben wir doch alles so in der Schule gelernt. Wir waren doch alle aufgeräumt. Und so lechzen wir uns auch danach, genau diese Gewohnheit dann auch weiterzuführen. Und wir reden uns so viel schön, genau wie unser Umfeld. Und ich meine, das Umfeld, du weißt, das spiegelt dich selbst, aber da können wir ein andermal darüber reden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jeden Tag ist ein Stückchen von mir zerbrochen. Das war nicht ich. Ein einziger in meinem Umkreis hat mir mal gesagt, und es war kein, ja, der die ganze Zeit um mich herum war, aber er hat gesagt, Chrissy, da passt du doch gar nicht rein. Das bist doch gar nicht du. Und ich dachte mir, ach, was weiß er denn schon, ja? Und er hatte vollkommen recht. Da passe ich nicht rein. Das war überhaupt nicht meins. Und sollte denn der einzige Lichtblick in meinem Leben sein, dass ich mal einen Urlaub habe oder dass ich auf die Rente warte, beziehungsweise die Pension in meinem Fall? Das war einfach für mich nicht das Richtige. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin kein Mensch, der jammert. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ja, der hat Schuld oder sonst was und ich empfehle dir, dasselbe zu tun, denn das ist nicht richtig. Wir sind verantwortlich für unser Leben. Die Entscheidungen, die wir treffen und diese Entscheidung, die ich getroffen habe, das war meine Entscheidung. Ich bereue sie auf keinen Fall, denn sonst wäre ich nicht die geworden, die ich jetzt bin. Diesen ganzen Weg musste ich gehen. Jeder ist für sein Leben verantwortlich und deswegen musste ich auch die Reißleine ziehen und sagen, so und nicht weiter. Das war der Moment, an dem ich alles beendet habe. Und klar kann ich sagen, na jetzt bin ich dankbar. Mein Mann und ich sind Unternehmer, wir sind Investoren, wir haben uns alles selbst aufgebaut, wir haben alles, was wir uns wünschen können. Aber der Weg dorthin war auch nicht sehr einfach, ja? Und hätten wir das beide, wir haben beide diesen Weg gewählt, hätten wir das beide nicht gemacht, hätten wir das beide nicht riskiert, diese Unsicherheit gewählt, das Hamsterrad verlassen, dann könnten wir jetzt beispielsweise sehr vielen Menschen damit nicht helfen. Und mich fragen auch ganz, ganz viele Menschen, wie kannst du eigentlich bei den derzeitigen Begebenheiten, die Zeiten, in denen wir jetzt leben, eigentlich so positiv sein, so glücklich?
weil ich diesen Weg gegangen bin, wo ich sehe, dass sehr viele Menschen noch feststecken, und ich diesen Weg gegangen bin und der mich absolut stark gemacht hat. Und ganz viele, und ich weiß, vielleicht auch einige von euch werden sagen, ja, pff, so einfach wie bei dir ist es bei mir nicht. Und ich sage dir dazu, einfach war das absolut nicht. Ich bin wirklich gefühlt durch die Hölle gegangen. Ich hatte meine Tiefen, ich hatte meine negativen Zeiten. Jeden Tag zu wachsen, das Beste aus dir rauszuholen, zu schauen, wie du weiterkommst. Du hast diese Sicherheit nicht mehr. Du hast ein absolutes Risiko, Tag ein, Tag aus zu schauen, wie du weiter im Leben vorankommst. Und das ist das absolute Gegenteil von einfach. Ich habe also nicht den einfachen Weg gewählt. Es wäre so einfach zu sagen, ich verändere nichts. Ich bleibe in meiner Komfortzone. Ich wähle die Bequemlichkeit. Denn das war bequem. Aber das war eben dieser einfache Weg. Das wäre einfach gewesen. Aber ich habe das nicht gewählt. Ich habe bewusst das gewählt, was mich absolut zu dieser Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Eine starke Persönlichkeit, und deswegen sage ich, schwere Zeiten sind nur gekommen durch schwache Menschen, die nicht die Entscheidung getroffen haben, die nicht dafür kämpfen, für ihre Freiheit, für den Frieden, für das Leben, was sie so schätzen. Und deswegen kommen diese Krisenzeiten, die immer wieder dafür da sind, die Menschen wachzurütteln eigentlich. Und die machen aus den Menschen wieder starke Menschen. Und ich muss sagen, wirklich, da war so viel Tränen, Blut, alles Mögliche dabei auf meinem Weg. Und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht hören, so dieses, ja, so einfach, ja, hätte ich es auch gern gehabt. Ja, du warst nicht dabei, okay, du weißt nicht, wie es ist. Und was macht mich so glücklich? Weil wir einfach jeden Tag Menschen helfen, raushelfen aus ihrem Hamsterrad. In diese Unabhängigkeit, in die Freiheit, Dinge zu wagen, Neues zu riskieren. Und das ist ein absolut wundervolles Gefühl, wenn du da dabei sein darfst und mit den Menschen das zusammen machen kannst. Ihre Freiheit einfach wieder zu erlangen, den Glückszustand, das ist einfach das Wichtigste. Jeder Mensch lässt sich einfach nur in der Früh aufzustehen und glücklich zu sein. Dieses, wie man verliebt ist, alles andere ist egal. Und der Job und alles Mögliche, ja, alles ist wundervoll, bis man wieder in die Realität zurückkommt. Und weiß, das ist alles nicht das, das war eine kurze Ablenkung, aber das hält nicht. Warum hält dieser Glückszustand nicht? Ich kaufe mir etwas, bin kurz glücklich und dann ist es wieder weg. Warum kann ich nicht diesen langfristigen Glückszustand haben? Das ist das, wonach die Menschen sich die ganze Zeit lechzen. Und das ist auch so wichtig. Und warum erzähle ich dir das? Warum erzähle ich euch das allen? Erstens habt ihr mich darum gebeten, ja, zweitens wegen dieser ganzen Vorurteile dachte ich mir, hey, ich räume das mal auf, ein bisschen Privates hier mit reinzubringen. Und weil es so vielen Menschen, und ich sehe es, ihr schreibt mir, genauso geht wie mir früher, gefangen in diesem Hamsterrad, gefangen in dieser Situation, wo du denkst, es gibt einfach keinen Ausweg. Es geht nicht anders. Und doch geht es. Es geht ganz, ganz anders, als du denkst. Und natürlich ist jetzt bei vielen Menschen die Situation nochmal ganz anders. Nochmal, ich würde sogar sagen, nochmal schlimmer geworden. Dieser Wake-up-Call ist noch viel wichtiger. Du hast wirklich die wahre Fratze der Menschen gesehen. Die Menschen um dich herum, die plötzlich so agieren, wie du es niemals eingeschätzt hast. Das war noch das, was du akzeptieren, tolerieren konntest. Doch jetzt siehst du die Wahrheit des Systems, die Wahrheit der Menschen. Und ich finde, das ist eigentlich noch besser als riesengroßes Wake-up-Call. So viele wie jetzt wachen sonst nicht auf in ihrem normalen Umfeld, in ihrer bequemen kleinen Zone. Und deswegen sage ich dir, wenn du das Gefühl hast, dieses Gefühl, wie ich damals hattest, dann kann ich dir nur sagen, ändere etwas. Du wirst es niemals bereuen. Und das kann ich aus meiner Erfahrung sprechen. Und deswegen helfen wir auch Menschen damit, weil es einfach ist, wenn du noch jemanden hast. Da kommt das Wort einfach, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der das alles erlebt hat. Und deswegen bieten wir das auch an, damit die Menschen es schneller machen können. Es, wie gesagt, es einfacher geht. Und deswegen, wie gesagt, melde dich sehr gerne zu unserem kostenlosen Erstgespräch an, um da einfach mal zu schauen, wie kann ich denn finanzielle Freiheit erwerben? Wie kann ich denn unabhängig werden und rauskommen aus dieser Bubble? Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie deine Meinung dazu ist. Wie fühlst du dich? Wie ist dein Umfeld? Kannst du dir vorstellen, eine Veränderung durchzuführen? Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!